Test, Test, 1, 2, 3, Test, Test. Ruckel, Rauschel, Rauschel, okay. Weiter geht's mit Downstaff. Oder auch nicht. Ja. Und der Spielstand ist immer noch da, sehr schön. Ich habe jetzt mal Schiss, dass der Spielstand wieder weg ist, aber naja. Naja, es geht weiter. How long will you survive? I don't know. Ist mir auch egal. Jeder muss mal sterben. Jeder muss mal sterben. Auch du, klein Strubbi, klein Maxi, klein Maxel. Jeder. Jeder. So. Der Lümmel, was macht er auf unserem Feld? Geh weg da. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen wollte. Ah ja, genau. Ich glaube. Ne, das wollte ich noch nicht. Ich glaube, ich wollte einen Vogelkäfig bauen, oder? Federkopf. Lederhelm. Spiderhead. Tabberwest. Okay. Ah ja, der Vogelkäfig. Dazu braucht man Papier. Wo ist das Papier? Wo kann man Papier herstellen? Das müsste doch da sein. Ja, da. Das können wir das schon herstellen? Ja. Moment, da kann ich ja mal gucken. Haben wir denn jetzt so Zeug da? Ja, genau. Oh, das kann man schon herstellen. Gut. So, wo ist der Vogelkäfig? Da ist er ja. Da braucht man jetzt praktisch nur noch 6 Goldstücke. Da haben wir 2. Oder mal 15. Die stacken wir erstmal. So, oh, jetzt können wir einen Vogelkäfig bauen. Was immer der auch bewirkt. Naja. Ich hau den mal da oben hin. I should put a bird in it. Sehr schlau. Dann tun wir mal einen reinsetzen. Okay. Jetzt haben wir einen Hausvogel. Können wir den füttern? Der Lümmel hat die Körner gefressen. Habt ihr es gesehen? Harvest Bird Cage. Oh, ich höre Wölfe, ich höre Wölfe. Da renne ich mal, wo sind die Jacks, wo sind die Jacks? Ja, Hacks. Toll, wo sind die ganzen Jacks hin? Ah, da. Toll, da ist nur einer. Wir werden alle sterben. Ach, da haben wir ja noch eine Falle, vielleicht läuft da einer rein. Wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Der Vogel ist schuld, genau, der Vogel ist schuld. So. Kommt ihr endlich mal, oder? Na, das haben wir halt ein wenig Puh ein. Mami! Oh, das ist ein Baumbart. Hilft der uns vielleicht? Der greift den Baum an. Oh, da brennt es. Jetzt brennt der Baum. Ach so, das war ein roter Wolf. Die brennen. Ich muss mir aufpassen, dass ich den Jack nicht treffe. Okay. Ey, cool, die greifen auch den Baum an, den Baumbart. Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Okay, die haben erledigt, die haben erledigt. So. Vielleicht kann man das ja kochen, das Monsterfleisch. Oh, da wachsen schon wieder die Pflanzen nach. Ich sollte vielleicht mal noch eine Kiste bauen. Ach, da ist noch ein Hund. So, Feuer, Feuer. So, Truhe, Truhe, Truhe. Wo waren die noch mal? Da. Dazu brauchen wir Bretter. Weiter. Drei. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Den Zahn. Ach so, rasieren müssen wir uns ja mal wieder. Rasieren. Genau. Dazu brauchen wir Pferde, aber das Fleisch brauchen wir, das haben wir noch nicht. Samen. So, mal gucken, was aus dem Monsterfleisch rauskommt. Den Vogel brauchen wir nicht, die Vogelfalle auch nicht, da haben wir noch einen Vogel. Da haben wir auch noch Vögel. Wo was? So, wie ist mein Name? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, ich wollte jetzt Zeug da abernten. Oh, ich sehe gerade, wir sind hungry. Hauen wir uns erstmal den Magen voll. Ach, wieder nur so ein Eintopf. Also langsam was, sicher haben wir mal einen kleinen, aber feinen Grasüberschuss. Also besser mehr als weniger. Oder wie, oder andersrum, oder so rum. Ach, da unten haben wir auch noch eine Schweinehütte. Das war kein Schwein. Moment, war da nicht eins? Ah, da ja. Ah, schade, keine Schweinehaut. Ich brauche Schweine heute, dass ich mir Hütten bauen kann. Moment, was erspähen da meine Adleraugen? Da ist noch ein ungedüngter Baum, Busch. So, jetzt aber. So. Wo ist meine Axt? Reichen mir meine Axt? Ich brauche mal wegen Holz.
Achso, Essen haben wir jetzt langsam mehr als genug. Verhungern können wir schon mal nimmer. Was soll ich denn als nächstes machen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade so planlos. Auf jeden Fall schon mal Holz sammeln für Forschungspunkte. Also Vogelkäfighammer, wozu der auch immer gut sein soll. Ah, vielleicht wenn man den Vogel ein wenig füttern, vielleicht wird er dann dick und fett, dass wir einen dicken und fetten Vogel haben. Ah ja, genau, so eine Fleischstatue wollte ich mal bauen. Falls wir mal sterben sollen, dann werden wir da wieder belebt, aber wie bekommen wir das Fleisch das Gute? Oder? Ja, wahrscheinlich irgendwie über einen Kochtopf. Aber. So, weg damit. Okay, jetzt will ich mal was ausprobieren. Ist das das Fleisch, wo wir brauchen? Ja, das ist es, das ist es. Das muss man... Na toll, ist das Feuer aus. Dann können wir ja mal so eine Fleischstatue bauen. Nein, nicht essen! Nein, du Idiot, du Horst! Ah, ist doch nicht das gute Fleisch. Ach, Horst. Ich nenne uns den Mann jetzt einfach Horst, weil Horst gefällt mir am besten. Horst, da brauchen wir jetzt noch 4 Bretter. Also, das brauchen wir eh noch ein Holz. Ja, da können wir ja die Statue bauen, wenn es dunkel ist. In der Zeit können wir noch ein Holz hacken. Dann haben wir auch ein wenig mehr Übersicht im Lager, wenn mal ein wenig das Holz weg ist. Und unsere Felder müssen wir mal abernten und neu bepflanzen. Weg mit dir, böser Baum. Weg. Ja. Ist schon in Ordnung. Der Jack verfolgt uns, glaube ich. Ach, das ist ein Stalker. Ja, der verfolgt uns. Seht ihr das? Der läuft mir immer nach. Ach, jetzt ist da was, der Schöne. Schöner Jack, braver Jack. Oh, jetzt wird's dunkel gleich. Und der Jack kommt wieder in unsere Nähe. Ist er Büffel? Büffel? Ich sag halt lieber Jack. Jack gefällt mir besser. Statt Büffel. So. Das ist mal ein schönes Feuer. Das heißt, brauche ich Bretter? Ich glaube... Wie viel brauche ich? 4. So, wo sind die Barthaare? Barthaare. Ne, das ist hier Holzkohle. Barthaare. Hallo. Ach da. Und dann können wir eine Fleischstatue bauen. Juhu! Meine erste. Ah, die stelle ich aber stelle ich sie mal daher. Weil angeblich wird man nur am Tag wieder belebt, daher ist es ja eh wurscht, ob man am Feuer ist oder nicht. Oh, jetzt habe ich den rausgeholt. Der Lümmel pickt wieder die Körner auf. Bringt es eigentlich irgendwas? Vielleicht kann man den ja mit Tannenzapfen auch noch füttern.
Na, anscheinend nicht. Können wir den mit gerösteten Körnern füttern? Oder mit Büffel, Fell, ne. Ich wollte mal gucken, was gibt denn der zum Vogel eigentlich an Forschungspunkte? Nix. Wieso kann man die Vogel nicht verforschen? Das ist ja blöd. Kann man den verforschen, ne? Das? 3 Forschungspunkte nur. Das ist ja nix. Nicht essen, kochen, braten. Oder wie, oder was, oder wo, oder wer. Da mal. So, mal gucken. Zelt, damit kann man schlafen. Turbo Farm Pot, ne, brauche ich eigentlich nicht. Eine Bienenbox. Dazu brauchen wir wahrscheinlich Bienen. Ja, und die fangen wir mit. Die fangen wir mit. Ja, da war es doch irgendwo. Ach so, bei dem Zelt kann man, glaube ich, den Charakter wechseln. Naja. Penflut, Music to Snout, Savage Beast. Ha. 200 Forschungspunkte. 200 Forschungspunkte, das machen wir mit Holz. Okay, dann brauchen wir jetzt wohl 200 Forschungspunkte für das Ding da. Ich habe auch so einen Verdacht, wozu das gut sein könnte. Aber nur ein Verdacht, deswegen sage ich noch nichts. Nicht, dass ich mich hinterher blamier. Jetzt beginnen die spannenden Holzfällarbeiten. Naja. Naja. Die Tannenzapfen nehme ich auch mit, Kleinvieh macht auch Mist. Und falls wir einen Baumbart treffen, dann können wir die schnell pflanzen. Dass er uns in Ruhe lässt. So, ein Baumstamm bringt 6 Forschungspunkte. Das heißt, wir brauchen 30, aber irgendwie als 30. Aber wir haben ja schon 44 Forschungspunkte. Ach, machen wir einfach mal 40 voll. Machen wir einfach mal voll, oder bis die Axt weg ist. Dann haben wir ein paar Baumstämme mehr. Und dann können wir ja ein paar Tannenzapfen da verpflanzen, dass wieder neue Bäume nachwachsen und so, ja. Oder so, oder so, oder so, oder wie, oder was. Oder andersrum, oder... Naja, ist ja wurscht.
Oder man Spinnennest. Ich glaube, ich mache dann... Ist das ein einzelnes? Ah, da. Ja. Ah ja, wir haben hier eine Fleischstatue, von daher können wir das schon mal riskieren. Ich lade jetzt noch schnell das Holz ab, dann gehen wir dann runter und warten auf die Nacht und dann nochmal das Spinnennest für die Spinnseite da weg. So.